Moin Moin, hier ist TF. Heute geht es um ein Thema, das für alle Bereiche interessant ist oder interessant sein kann, wenn man davon betroffen ist. Die Rede ist von der Höhenangst, der sogenannten Agoraphobie. Aber auch für Leute, die nicht davon betroffen sind, ist dieses Video vielleicht ganz interessant, damit ihr nämlich mal seht, was in einem solchen Menschen so vor sich geht, wenn er Höhenangst hat. Und ein solcher Mensch sitzt gerade vor der Kamera. Ja, das könnt ihr vielleicht jetzt nicht glauben, weil ich fleißig auf den Bergen herumturne, auch auf den Graten entlang wandle. Aber es ist tatsächlich so, ich habe Höhenangst und das nicht zu knapp. Und in diesem Video soll es darum gehen, was man einerseits dabei empfindet, wie sich das auswirkt und was ihr dagegen tun könnt. Zumindest nach meinen Erfahrungen. Natürlich war mir schon früh bewusst, bereits in der Kindheit, dass irgendwas faul ist. Wenn ich beispielsweise auf eine hohe Mauer gestiegen bin, so ab 2 bis 3 Meter, da hat das angefangen, dass ich mich nicht nur unwohl gefühlt habe, nein, da war wirklich Angst dahinter. Und das Ganze war auch mit körperlichen Symptomen verbunden. Ich hatte das Gefühl, jederzeit das Gleichgewicht zu verlieren. Mir wurde schwummrig, dass ich dann tatsächlich unsicher auf der Mauer gestanden war und wirklich geschwankt bin, was die ganze Angst natürlich erst recht verstärkt hat. Noch schlimmer wurde es in größeren Höhen, beispielsweise wenn ich auf Bäume geklettert bin oder eben dann auch in den Bergen. Und ganz schlimm, und das ist auch heute noch so, sind beispielsweise Hängebrücken, wo man durchschauen kann, wo es richtig tief nach unten geht, beziehungsweise hohe menschliche Bauwerke, Burgtürme beispielsweise oder Kirchtürme, wenn man ganz hoch laufen kann und dann runterschaut. Man kann eigentlich sagen, je senkrechter es nach unten geht, umso schlimmer ist es. Wenn es ein bisschen geneigt ist, ein bisschen Struktur hat, dann geht es etwas besser. Bis ich etwa 30 Jahre alt war, habe ich dagegen nichts unternommen. Ich hätte eh nicht gewusst, was. Und es fiel auch gar nicht so dramatisch ins Gewicht. Es kam auch relativ selten vor, dass ich mal in eine Situation mit Höhenangst geraten bin, zumal ich damals auch noch nicht in den Bergen herumgeturnt bin. Der Wendepunkt kam dann bei einem Urlaub in der Sächsischen Schweiz. Und wer die kennt, da geht es etwa so. Tal, wupp, Felsturm, Plateau, wupp, und so wieder runter, wieder Tal. Und von diesen Felstürmen gibt es da massenweise. Gibt natürlich auch ein paar Schleichpfade, die nach oben führen. Also man muss nicht senkrecht nach oben kraxeln auf jeden Turm. Und es gibt da natürlich auch eine ganze Menge Aussichtsstellen, zum Beispiel die sehr bekannten Schrammsteine. Und genau da war ich. Ja, und da bin ich hoch, war dann oben auf dem Plateau gestanden. Und obwohl dort sogar Geländer am Rand angebracht sind, da war bei mir dann der Ofen aus. Es hat sich alles verkrampft, als hätte eine eiserne Faust sich um mich herumgelegt. Und ich bin wirklich zur Salzsäule erstarrt. Da ging gar nichts mehr, keine Chance. Ich konnte mich nicht mehr rühren. Und was es noch schlimmer gemacht hat, waren die vielen Leute dort. Ich hatte panische Angst, dass mich einer, unbeabsichtigt natürlich, vielleicht ein bisschen stumpen könnte, berühren könnte, mich hinunterschubsen könnte. Und der Abschuss waren spielende Kinder dort. Die sind da herumgetobt. Allein davon habe ich schon Panik bekommen, weil die hätten ja auch an mich stoßen können. Beziehungsweise die Vorstellung, da könnte jetzt vielleicht ein Kind herunterfallen und ich stehe da und kann auch nicht mal helfen, das war absolut grauenvoll. So schön die Sächsische Schweiz auch ist, aber für jemanden mit Höhenangst ist das ein wahrer Höllentrip. Das kann ich euch sagen. In diesem Urlaub beschloss ich, dass ich irgendwas ändern muss. Diese Hilflosigkeit, die ich empfunden habe, dieses Erstarren, das wollte ich nie wieder erleben. Das Blöde ist nur, mir fiel absolut nicht ein, was ich dagegen tun könnte. Und so geriet das Ganze wieder in Vergessenheit. Bis ich ein paar Jahre später ein neues Hobby fand, nämlich das Geocaching. Und selbstverständlich, das könnt ihr euch vorstellen, da mag ich es natürlich auch gerne etwas anspruchsvoller. Und selbstverständlich bin ich da bei den T5ern hängen geblieben. T5 ist die Geländebewertung, in diesem Fall die höchste. Das heißt, hier muss man mit Hilfsmitteln irgendwo herumklettern oder sich abseilen. Und genauso ein Objekt hatte ich auserkoren. Das war ein alter Burgturm mitten im Wald, etwa 15 Meter hoch. Von dem musste man sich abseilen. Ausrüstung dafür hatte ich, das war kein Problem. Klettergurt, Seil und so weiter und so fort, das hatte ich mal für was ganz anderes gebraucht, aber das kam mir da sehr gelegen. Also ging ich auf diesen alten Burgturm und sah runter. Ihr könnt euch sicher vorstellen, was dann los war bei mir.
dann ging der ganze Spaß natürlich wieder los mit Höhenangst und alles erstarrt. Ich habe mich irgendwie durchgekämpft, habe das Seil sicher festgemacht, da war ein solides Eisengeländer, habe meinen Klettergurt angelegt, habe mich dann tatsächlich abgeseilt. Das Seil gab mir eine gewisse Sicherheit und ich habe das auch schon vorher geübt, die Technik. Das war schon wirklich ein ganz, ganz, ganz harter Kampf, vor allem, wie ich oben über die Kante gegangen bin und dann tatsächlich den Abgrund unter mir hatte. Und auch wenn es ja ein ziemlicher Höllentrip war, ich habe es tatsächlich geschafft. Als ich dann wieder runtergekommen war, und zwar im doppelten Sinne, einerseits auf dem sicheren Boden und andererseits, als ich mich dann endlich wieder beruhigt hatte, da habe ich erstmal realisiert, was da gerade passiert ist. Ich habe es tatsächlich geschafft, mich von diesem Burgturm abzuseilen, obwohl ich Höhenangst hatte. Ich hatte dabei auch Angst. Lief auch alles sehr zittrig, aber es hat funktioniert. Warum? Ich meine, so ganz ohne war das nicht. Das waren immerhin 15 Meter. Wenn da was schiefgegangen wäre, braucht man nicht diskutieren. Exitus. Die Antwort ist ganz einfach. Es lag an der Ausrüstung. Und natürlich an dem sicheren Umgang damit, den ich vorher schon geübt hatte. Das Seil und der Gurt hat mir so viel Sicherheit gegeben. Ich wusste, das hält. Das geht nicht kaputt. Und als ich dann eben wieder auf dem Boden war, habe ich das geschnallt. Und dann kam auch gleich die Querverbindung. Wo verwendet man denn Gurt und Seil? Genau, im Klettersport. Ja genau, er hat richtig gehört. Damals fasste ich den Beschluss, Feuer mit Feuer zu bekämpfen. In der Psychologie nennt man das übrigens Exposition, das heißt bewusst sich der Gefahr aussetzen, um sich daran zu gewöhnen. Glücklicherweise gab es bei mir daheim um die Ecke eine kleine Kletterhalle, was zur damaligen Zeit übrigens keine Selbstverständlichkeit war im Gegensatz zu heute. Und dort war ein nettes kleines Team, die mich mit offenen Armen empfangen haben und mir alles beigebracht haben. Ich habe dann auch dort einen offiziellen Kletterkurs vom DRV mitgemacht, um das entsprechende Fachwissen natürlich auch zu erwerben bzw. zu vertiefen. Und mein Glück war, dass ich dort einen Seilpartner gefunden hatte, der mich extrem zuverlässig gesichert hat. Nur dadurch hat es funktioniert, dass ich Stück für Stück Vertrauen aufbauen konnte. Es war ja nicht so, dass ich von vornherein beim ersten Versuch die gesamte Wand hochrennen konnte. Nee, das ging immer nur stückchenweise, immer ein Stückchen höher, Stückchen höher. Und zum Training damals hat auch dazugehört, dass man sich von einer niedrigen Höhe absichtlich ins Seil fallen ließ. Ich kann euch sagen, das war die Hölle. Aber dadurch habe ich es dann geschafft, Vertrauen aufzubauen, einerseits natürlich ins Material, Seil, Gurt und diese Expressen, also das heißt da, wo das Seil eingehängt ist, und natürlich in den Seilpartner. Das waren schon viele Wochen, wo das gebraucht hat, aber es ging mit der Zeit immer besser und immer besser. Es ist nicht so, dass man angstfrei wird. Das könnt ihr vergessen. Aber es ändert sich etwas. Es ist ein Unterschied, ob ich panische Angst habe, wenn ich irgendwo oben stehe, oder ob ich einen gesunden Respekt habe. Denn die körperlichen Symptome, die ich am Anfang genannt habe, insbesondere das totale Verkrampfen, die bleiben dann eben aus. Der Klettersport gefiel mir so gut, dass ich ihn bis heute beibehalten habe und er ist mein Hobby Nummer 1 geworden. Das muss man sich mal vorstellen. Vom Feind zum Freund. Hundertprozentig ist die Höhenangst natürlich nicht weg. Es gibt immer noch Situationen, wo sie auftritt und leider auch sehr plötzlich auftritt. Manchmal passiert es mal auch am Berg, wenn es richtig steil nach unten geht, dass ich dann erstmal Notbremse machen muss und zunächst mal nicht mehr weiterkomme. Aber auch dagegen habe ich ein Mittel gefunden und von dem will ich euch jetzt unbedingt erzählen, weil ich glaube, das kann jedem helfen und im Zweifelsfall kann das entscheidend sein. Und damit ich in diesem Video nicht nur herumhocke, zeige ich euch jetzt in der Praxis, wie das aussieht. Also zuerst mal kraxle ich hier hoch, was nicht ganz so einfach wird, weil ich keine Kletterschuhe anhabe, aber es wird schon irgendwie gehen. So, und ausgerechnet jetzt kommt natürlich das, was kommen muss. Ausgerechnet jetzt, wo ein paar Zentimeter nach links oder nach rechts den sicheren Absturz bedeuten, schlägt die Höhenangst erbarmungslos zu. Alles krampft.
Das wird einem schwummrig und tatsächlich fehlt dann nicht viel, dass man abstürzt. Es ist also Eile geboten, man muss irgendwas dagegen tun. Und durch Zufall habe ich eine Methode herausgefunden, die in solchen Fällen hilft. Ich nenne sie die Gedenkminute. Eigentlich ist es ganz einfach, wenn man nicht gerade gelähmt ist von der Angst. Nämlich, man muss schauen, dass man einen sicheren Rückzugsort findet. Zum Beispiel, indem man zurückgeht, von woher man gekommen ist. Hilft in meinem Fall nicht viel, da ist es immer noch sehr steil. Oder wenn man sich hinsetzt. Und das geht sehr, sehr häufig. In meinem Fall geht das perfekt. Also ich sitze hier bombensicher, da passiert gar nichts. Also ich bin schon mal in Sicherheit, das ist gut. Und jetzt muss ich natürlich runterkommen, ich muss mich beruhigen. Und das ist eben die Gedenkminute, dass man sich ein bisschen Zeit lässt. Nicht unbedingt nach unten gucken, das würde ich jetzt nicht empfehlen. Augen zu hilft bei mir übrigens nicht, das habe ich versucht. Augen zu schließen, das ist noch schlimmer als nach unten gucken. Eher geradeaus, so Panoramablick, aber auch nicht so ins Unendliche schauen, weil dann hat man so das Gefühl, man schwebt irgendwo so im leeren Raum und stürzt da ab. Irgendein Bezugspunkt, zum Beispiel in meinem Fall die Kamera, was aber noch möglichst waagerecht ist, eben nicht nach unten, einen Bezugspunkt suchen, den anschauen und hier den Blick so ein bisschen schweifen lassen, tief durchatmen, so lange bis man merkt, okay, jetzt bin ich ruhig, jetzt habe ich keine Angst mehr. Und dann passiert plötzlich etwas, es geht einfach weiter. Ihr müsst euch das mal geben, was ich hier gerade mache. Ja, ich spaziere hier drüber. Das funktioniert. Das ist krass, oder? Ich meine, ich stehe hier auf einem Grat, der ist keine 10 cm breit. Und das geht problemlos. Und das ist durchaus schon ein Bereich, wo bei mir die Höhenangst zugeschlagen hätte. Hätte früher schon genügt. Durch die viele Gewöhnung, die ich habe, macht mir das jetzt nichts mehr aus. Aber im Zweifelsfall hätte auch die Gedenkminute geholfen. Und zumindest bei mir ist es so, dass diese Gewöhnung von der Gedenkminute dann relativ lange anhält. Erst dann, wenn ich wieder einfaches Gelände habe, über Stunden hinweg, und plötzlich wieder vor einer schweren Situation stehe, kann es passieren, dass die Höhenangst zuschlägt, aber auch dann hilft wieder die Gedenkminute. Fazit. Die Methode der Exposition hat zumindest bei mir funktioniert. Aber ich sage euch, es war prügelhart. Man braucht schon einen eisernen Willen, um gerade am Anfang die Angst niederzukämpfen und nicht aufzugeben. Was geholfen hat, war mein zuverlässiger Seilpartner, die lockere Atmosphäre in der Kletterhalle. Das hatte ich mir viel schlimmer vorgestellt. Die Entwicklung der Gedenkminute hatte einen sehr großen Anteil daran. Und natürlich mit zunehmendem Training auch das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, in die eigenen Kräfte. Das macht auch unglaublich viel aus. Es ist ein Riesenunterschied, wenn ich weiß, ich kann mich hier mal so locker mit einem Arm irgendwo dranhängen. Oder wenn ich weiß, selbst mit zwei Armen, da kann ich machen, was ich will, da rausche ich ab. Für mich haben sich all die Strapazen auf jeden Fall extrem gelohnt. Stellt euch mal vor, einen Großteil meiner Bergtouren hätte ich mit Höhenangst niemals machen können. Ist einfach unvorstellbar aus heutiger Sicht. Wenn ihr das auch versuchen wollt, wünsche ich euch sehr, sehr viel Erfolg, sehr viel Durchhaltevermögen. Seid vorsichtig, übertreibt's nicht, sucht euch professionelle Hilfe, so wie ich zum Beispiel in der Kletterhalle beim DAV. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen, macht's gut und bis zum nächsten Video. Ciao!